Jo, Julius, und bevor du jetzt wieder auf Dislike gehst, habe ich direkt noch eine Nachricht an dich. Ich meine, ich bin schon echt armselig. Ich produziere hier meine Videos. Aber du sitzt auf dem Schoß deiner Mami und zockst Farmerama. Gleichzeitig dislikest du mit deinem 3,50 € gekauften Tablet bei Kick, dislikest du die Videos. Ich meine, willst du dein Leben nicht nochmal ein bisschen überdenken? Falls du dein Leben überdenken willst, oder ob du nicht vielleicht noch sinnlosere Sachen zu tun hast. Na ihr, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Real Talk von meiner Seite. Ja, so fängt das Ganze hier an, sag ich mal. Und heute geht es wieder um verschiedene Projekte, und zwar direkt, ich habe eine Umfrage gesagt, ich habe eine Umfrage gestartet, die betrifft meine Projekte, und ich würde mich sehr daran freuen, wenn ihr euch daran beteiligen könntet an der Umfrage. Das heißt, auf Strawpoll, Link ist natürlich in der Beschreibung. Ja, da geht es um Projekte, die ihr gerne sehen wollt. Also, welche Projekte wollt ihr sehen? Werden die laufenden gezeigt? Also Star Wars, FIFA, Lucky Dice, FUT Draft, Bean Buzzled. Und dann eben auch PVZGW und neue Projekte wie die, sage ich jetzt noch nicht, eine Serie mit Raffia oder eine Serie mit Akin Fenwa. Das ist dann eben euch überlassen. Und jetzt schnacke ich aber nicht lange drum rum. Jetzt geht es erstmal um meinen Kanal. Also, aktuelle Abonnenten sind wir momentan bei 114, was natürlich, ich sage absolut wir, denn ich bin nur der Typ, der die Videos produziert. Ihr seid letztendlich die diese doch leider recht ausschlagkräftige Zahl ausmacht. Denn ich meine, vielleicht seid ihr auch nicht so Videos und abonniert mich nur, um zu disliken, aber vielleicht seid ihr auch ganz nette Menschen oder habt noch ein Leben. Ja, denn ich bin schon ja traurig genug, meine Videos zu produzieren, habe selber auch kein Leben mehr, aber noch weniger Leben hat man aus meiner Sicht, wenn man dann die Videos sinnlos disliked. Okay, Social Blade wollte ich nochmal sagen, ist absoluter Shit, zumindest von den Geldschätzungen. Und ja, aktueller Support ist auch wie immer noch sehr, sehr gut. Ein bisschen gefallen, aber minimal. Hält sich alles super, super gut, also geht alles super bergauf, und so muss es auch sein. So soll das auch sein. Ja, ich werde weiteren Aktionen mit Facecam machen, also das nur nebenbei. Ja, und dann noch eine nächste Sache. Ich bräuchte noch ein, zwei Lieder, die NCS sind. Also, ich hab ja schon viele, aber das eine oder andere fehlt mir noch, beziehungsweise da habe ich so Probleme mit den Lizenzen runterladen und alles Möglichen. Dann bräuchte ich noch jemanden für mein Outro. Der soll, wenn der das kann, kann er sich mit mir in Verbindung setzen. Ich werde ihm dann ein. Ich habe nämlich schon einen Outro-Song ausgesucht. Des Outros bin ich, erstellen bin ich allerdings nicht mächtig. Und ja, das nur dazu. Das Wichtigste ist natürlich die Umfrage. Und dann noch, falls ihr es noch nicht bemerkt habt, ich habe meine Videos jetzt monetarisiert. Das sage ich jetzt nur mal so vorweg. Das heißt nicht, dass ihr jetzt nur Werbung seht, und das heißt nicht, dass der YouTube-Money-Brunnen jetzt sprudelt. So ist es nicht. Es ist noch im sehr kleinen, ja. Und dann danke ich jetzt auch nochmal für den Support und sage, es soll so weitergehen, denn auch ich, umso mehr Unterstützung, umso mehr jedes Like, das ihr quasi da lasst, ist sozusagen ein. Ja, das macht mir so viel Motivation, um ein ganzes Video zu produzieren, etwa so. Und so ist es echt. Also, ihr seid mehr. Ihr seid die Drahtzieher dahinter. Ich bin nur die Marionette, die den Content liefert. Ihr seid dass das Ganze am Leben erhält. Und auf der anderen Seite sind es auch die Hater, die das am Leben behalten. Ich meine, irgendwie muss ich ja meinen Spaß vertreiben. Irgendwie müssen ja auch die Aufrufzahlen und die Like-Dislike-Zahlen mal ein bisschen ins Wanken kommen. Sonst ist das Ganze ja wieder lächerlich. Also deswegen. Und dann danke ich. Was heißt, ich danke, dass erstmal das 100-Abonnenten-Special recht gut geklappt hat. Wir sind noch nicht ganz durch.
Zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier hochlehrte, bin ich schon ausgeschieden aus dem Turnier. Ich sage nicht wann. Ich sage auch nicht, in welcher Runde wir sind. Ob wir schon fertig sind oder nicht, das ist hier die Frage. Und fordere aber allerdings nochmal an die Teilnehmer damit auf, mir die 1 Euro in den nächsten Tagen zukommen zu lassen, die als Teilnahmegebühr festgelegt waren, um dann mit dem Sieger ein bisschen was zu spenden. Natürlich kommt von mir auch eine größere Summe, sonst wäre das Ganze ja kein Special. Und dann wird nacheinander auch Gruppe A, B, C, D und dann eben die K.O.-Runde noch kommen. Ja, okay, recht kurzer Real Talk, aber so kommt er mal. Also das hatte ich noch so loszuwerden zu den neuen Projekten. Battlefront wird jetzt erstmal kommen. Also das setze ich sehr auf eure Umfrage jetzt. Die wird auch, also Umfrage bitte in der Description, Straw Poll. Und ja, dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Real Talk oder in der nächsten Folge von Star Wars Battlefront oder PVZGW oder FIFA 16. Wie in Basel schon gesehen oder sowas. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, Leute. Tschüss.